Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und danke, dass ihr auf Play gedrückt habt, hier bei der Besprechung zu Thor, Love and Thunder vom Telestammtisch. Ich bin der Stu und ich habe den Film gesehen und habe trotzdem jemanden zu Gast, denn ich alleine reiche anscheinend nicht aus, ich bin nicht göttlich genug. Naja, Kenny ist noch da, hallo Kenny. Ja, einen traumhaft wunderschönen guten Abend, lieber Stu, hallo. Hallöchen, Popöchen. Kenny, bevor wir uns jetzt unterhalten, wie wir denn Thor, Love and Thunder finden, der am 6. Juli kommt der in die Kinos, ist ein Mittwoch, müssen wir vorab noch so ein paar Dinge klären, einfach damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wie wir im Marvel Cinematic Universe so stehen. Deswegen erstmal meine erste Frage, du hast alle Vorgänger-Thor-Filme gesehen, ne? Ja. Wie fandest du sie denn? Unterschiedlich. Also der allererste Thor war großartig. Der zweite war dann halt ein bisschen dramatischer. Der dritte war so ein bisschen zu witzig. Also da war zu sehr auf die Humorblase gedrückt, dass er so einen merkwürdigen Beigeschmack hatte, dass man ihn nicht ernst nehmen konnte. Aber trotzdem war er nicht schlecht. Also er hat die Geschichte gut weitererzählt. Auch tatsächlich, ich bin eher positiv, ja, eingestellt zu diesen Filmen. Ja, bei mir ist es so, ich habe eine Schwäche für den ersten, der hat sowas Shakespeareskes und das nicht nur, weil Kenneth Branagh ihn inszeniert hat. Den zweiten finde ich echt furchtbar. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist einer der schlechtesten Marvel-Filme der MCU-Generation. Mhm. Und den dritten geht's mir auch so, ich habe mit dem meine Probleme. Ich finde den total unausgegoren. Ich finde es einfach sehr unpassend, wenn man irgendwie die ganze Zeit merkt, okay, Weltuntergang steht bevor, aber hey, lass uns noch mal ein paar Witze machen. Ja, genau, das, was ich meinte. Das ist so ein bisschen merkwürdiger Beigeschmack, der da ist. Genau. Und deswegen war ich ein bisschen besorgt, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich nicht gejubelt, als dann klar war, dass Taika Waititi, Regisseur von Teil 3, auch den vierten Teil inszeniert. Ich kann so viel sagen, das Interessante bei den Thor-Filmen war früher immer, dass jeder Thor-Film anders war, von seiner Stilistik her. Und jetzt, wo das erste Mal der eine Regisseur des einen Films auch den anderen gemacht hat, also Taika Waititi, finde ich, dass der Film oder Thor stilistisch mehr aus einem Guss wirkt. Und nochmal eins vorzugreifen, ich finde Thor 4 ist ein guter Film. Gebe ich dir recht, bin ich voll bei dir. Gut, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann wollen wir mal zur Inhaltsangabe kommen. Ich lese mal die offizielle von Marvel Studios Deutschland vor. In Thor, Love and Thunder begibt sich Thor, wieder gespielt von Chris Hemsworth, auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat. Und zwar ist er auf der Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr, gespielt von Christian Bale, unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt Thor Hilfe von Valkyrie, Tessa Thompson, Korg, Regisseur Taika Waititi und seiner Ex-Freundin Dr. Jane Foster, Natalie Portman, die zu Thors großer Überraschung auf unerklärliche Weise als Mighty Thor seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gors Rache zu lüften und um ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Ja. Und in dieser Inhaltsangabe steckt auch schon ein wichtiger Rollenname drin, nämlich Gorr, der Götterschlechter, der gespielt wird von Christian Bale. Also quasi, ist es ein Aufstieg oder ein Abstieg von Batman zu Thor Bösewicht? Was glaubst du? Naja, ich will es doch nicht vergleichen, oder? Das eine ist halt einfach ein Bösewicht, das andere ist halt einfach ein Art Gott. Also das ist schwer zu vergleichen, würde ich nicht machen, den Vergleich, nein. Okay. Trotz allem muss ich sagen, Christian Bale ist so schon ein sehr guter Name, ein toller Schauspieler. Ich hatte ein bisschen Sorge, denn ich finde, was Marvel in den meisten Fällen nicht hinbekommt, ist einen guten Bösewicht hinzubekommen. Gorr, der Götterschlechter, ist für mich jetzt aber so Licht und Schatten, denn Christian Bale spielt ihn gut, gar keine Frage. Der hat auch ein paar wirklich tolle Momente und vor allem, er hat eine sehr nachvollziehbare Motivation, warum er was gegen Götter hat. Mein Problem ist allerdings, dass ich finde, diese Motivation würde eigentlich ausreichen, aber natürlich gibt es wieder sowas Mystisches, was ihn korrumpiert. Hätte ich nicht gebraucht. Wie fandest du denn Gorr? Ich fand ihn etwas overacted. Ich meine, wir wissen, Christian Bale ist ein großartiger Schauspieler. Wenn er was spielt, dann mit absoluter Hingabe. Aber da merkt man irgendwie, der ist vielleicht ein bisschen zu hoch im Skillniveau, dass es irgendwie schon gar nicht wieder reinpasst. Dass man denkt so, was macht er bei Marvel? So ein bisschen war das so ein Gefühl, wo ich dachte so, aber trotzdem großartig gespielt.
ich weiß, was du meinst, aber diese, was ihn korrumpiert, das soll ja zeigen, dass er anfällig ist für diese Wut, die in dieser Welt dort existiert. Und er ist ja bloß quasi das Werkzeug dann später. Das heißt, er selbst wäre ja nie in der Lage gewesen, das zu tun, was er da in diesem Film tut, ohne dieses Wesen, was ihn quasi korrumpiert. Es gibt ja in dem Film auch immer wieder, ich sag mal, so Einzelszenen von Christian Bale, der, glaube ich, wenn man es zusammenrechnet, gar nicht mal so viel Screentime in dem Film hat. Aber wenn er halt auftaucht, dann sind diese Szenen immer wieder was Besonderes, weil er durchaus es schafft, durch seine Präsenz und wie er aussieht, so eine gewisse Horroratmosphäre einzufügen in diesen Film, der ja weitestgehend wirklich unglaublich bunt ist. Fandest du das eher unpassend oder fandest du es ganz gut, dass er so ein gutes Gleichgewicht bietet zu diesem hellen und erfreudigen Torfilm, den wir ansonsten haben? Ja, tatsächlich ist ja das gute Stilmittel, ne? Du hast ja Situationen, die halt eher witzig sind, die humorvoll sind, die sind natürlich knallig bunt und da passiert alles Mögliche auf der Leinwand und dann hast du diese bösen, dunklen Szenen mit ihm, wo dann dieses Gegenspiel ist zwischen Gut und Böse, ne, so. Und das stellt das gut dar, ne. Und später gibt's ja noch eine coole Szene, die sogar schwarz-weiß ist. Das zeigt dieses Stilmittel noch, wie er quasi jede Farbe aus dem Leben rauszieht, um darzustellen, wie böse er ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil damit hast du halt mal diesen Kontrast. Dann hast du nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen im Krieg, sondern du hast da wirklich Szenen, die wirklich bösartig sind und grausam und andere Szenen, die wiederum, sagen wir mal, unterhaltsam und farbenfroh sind. Und damit hast du wirklich einen guten Ausgleich, ich finde. Und er hat wirklich wenig Screentime tatsächlich. Er ist immer irgendwie allgegenwärtig, aber nie wirklich zu sehen. Du hast ja schon angesprochen, es gibt Momente in dem Film, in dem die Farbe plötzlich weg ist. Ich habe vor ein paar Tagen irgend so ein Bild gesehen, da hat jemand so ein Schwarz-Weiß-Bild von Christian Bale als Score genommen, hat gesagt, das sieht ja aus wie Onkel Fester aus Zack Snyder's Addams Family. Das fand ich sehr witzig. Und jetzt habe ich den Film gesehen und es gibt wirklich Passagen in dem Film, die sehen aus wie Zack Snyder's Thor Love and Thunder. Und ich meine das positiv. Ich finde, dass dieser Film visuell mit das Beste ist, was das MCU bislang abgeliefert hat. Ich war in einem Sinestar und da muss ich sagen, also prinzipiell, der Film würde sicherlich auf einer schöneren Leinwand oder auf einem schöneren Projektor besser aussehen. Also bei mir war das Bild ein bisschen verschwommen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen okay, wirken manche Szenen vielleicht nicht so high quality, wie sie vielleicht gewollt waren, weiß ich nicht. Wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich ihn nochmal zu Hause gucke, irgendwann, wenn er bei Disney Plus dann da ist. Ich fand ein paar Stellen ein bisschen schwammig, aber das kann vielleicht auch im Kino gelegen haben. Aber prinzipiell war er nicht hässlich. Das ist natürlich schade. Also ich hatte da eine andere Erfahrung gemacht. Bei uns war die Projektion wirklich glasklar und scharf. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist neben dem zweiten Guardians of the Galaxy für mich der schönste Marvel-Film. Und das ist ein guter Stichpunkt, denn in der Promotion tauchten ja schon die Guardians of the Galaxy auf. Und es ist ja auch so, dass nach Endgame gesagt worden ist, dass Thor mit den Guardians halt zusammen Abenteuer erlebt. Weswegen viele jetzt auch wahrscheinlich glauben oder geglaubt haben, Thor 4 wird so ein Mischop aus Thor und den Guardians. Und ich glaube, den Schuh sollte man sich nicht anziehen, denn, das können wir hier jetzt auch mal verraten, die Guardians sind am Anfang für 10, 15 Minuten da und dann wieder weg. Warst du davon enttäuscht oder hast du da schon mit gerechnet? Na, anfangs dachte ich erst so, ey, war das jetzt ein Guardians of the Galaxy 3, ne? Wie es auch schon angekündigt war. Da dachte ich so, ey, cool, ich freue mich ja drauf. Ich liebe die Guardians of the Galaxy, ich mag die Kombination mit Thor, die ist immer mega unterhaltsam. Und dann plötzlich waren die weg, wie du schon sagst, gleich am Anfang des Films, nach 10, 15 Minuten sind die weg. Und plötzlich steht Thor quasi alleine da. Und da dachte ich mir, okay, was wird das jetzt? Mal schauen, was da passiert. Prinzipiell, ich war da sogar ein bisschen traurig, dass die Guardians weg waren. Weil ich mag die, ich gucke mir die gerne an, die sind unterhaltsam. Ich dachte wirklich erst, das wird so ein Guardians of the Galaxy 2.5. Aber nee, wie du schon sagst, den Schuh kann man ausziehen. Wer aber natürlich die ganze Zeit da ist, ist natürlich Chris Hemsworth, der, wie ich glaube, schon wirklich noch mehr Muskeln draufgepackt hat als früher. Vielleicht liegt es auch daran, weil er irgendwie danach diesen Hulk Hogan-Film für Netflix gedreht hat, keine Ahnung. Und der hat ja schon immer wirklich Spaß gehabt, Thor zu spielen. Also egal, wie schlecht Thor 2 auch ist, auch da hatte ich das Gefühl, Chris Hemsworth hat Bock drauf. Und boah, meine Fresse, Chris Hemsworth hat auf Thor in Thor Love and Thunder mal so richtig Bock. Ich hatte wirklich Spaß, einfach nur Chris Hemsworth dabei zuzusehen, wie er Thor ist. Du auch? Ja, absolut. Es ist wirklich diese Szene zwischen, ja, eigentlich ist er sich seiner Verantwortung bewusst, da kann er auch mal seriös und ernst sein. Und dann ist er manchmal wieder total wie so ein 14-jähriger Bub, der einfach nur mit dem Kopf durch die Wand will, der einfach nur ein verwöhnter Gottbengel ist, der denkt, er ist der Mittelpunkt des Universums. Und diese Zwischenspiele da,
die sind unglaublich amüsant. Wenn er wieder irgendwelche Sprüche raushaut und denkt, ha, ich habe gerade die Welt gerettet, und hinter ihm bricht alles zusammen und alles ist zerstört, und keiner ist eigentlich wirklich stolz auf ihn. Und er denkt so, ha, was war das für ein Erlebnis? Ha, die Menschen werden es in ihre Geschichtsbücher schreiben, wie glorreich wir heute waren. Und so typisch Tormäßig. Hätte nur gefehlt, dass wieder eine Tasse auf den Boden geworfen wird und noch ein Trunk. Mega unterhaltsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Regie führt hier erneut Taika Waititi. Und ich finde, dass Tor 3 und 4 passen auch irgendwie gut zusammen, weil auch Tor 4 hat halt eben dieses ständige Augenzwinkern. Und er nimmt sich selbst auch nie so richtig ernst. Aber im Gegensatz zu Tor 3 hast du halt nicht diesen Infinity War so im Hintergrund. Du hast natürlich mit Gore den Götterschlechter jemanden, der natürlich auch bedrohlich ist. Und das kann man auch sagen, wenn der halt eben angreift, kippt der Film dann auch und wird auch ein bisschen düsterer. Aber nichtsdestotrotz ist das eine etwas eher, ich sag mal, diffusere Bedrohung. Weil ich meine, er schlachtet halt Götter ab. Das ist halt schon ein bisschen was anderes, als wenn jetzt mythische Wesen irgendwie sterben, von denen es auch nicht so viele gibt, als dass irgendwie so ein lila Homer Simpson-Verschnitt sagt, ich schnippe in die Hand und die Hälfte aller Bevölkerung im Weltall ist weg. Ne? Hättest du dir mehr gewünscht zum Thema Götter, die quasi vorkommen? Nee, war eigentlich ganz zufrieden. Auch weil eine meiner Lieblingsfiguren in Tor 4 auch ein Gott ist, nämlich Russell Crowe. Das ist ja auch schon länger bekannt, dass der mitspielt, dass er Zeus spielt. Und ey, Russell Crowe als Zeus, MVP des Films. Es gibt eine kurze Sequenz, da geht er eine Treppe runter. Ich konnte nicht mehr. Das war der Moment, wo ich dachte, egal wie der Film in Endeffekt auf mich wirken soll, ich werde diese Szene für immer in meinem Herzen tragen. Also Russell Crowe, wirklich großartig. Ich finde ja, dass Russell Crowe mit dem Alter immer besser wird. Ja, er ist nicht mehr so muskulös wie viel, er ist jetzt etwas pummeliger, aber trotzdem in den letzten Jahren, was der so mit Unhinged oder diesem Outdoor-Film abgeliefert hat, der hat irgendwie richtig Bock zu spielen, und das ist auch hier der Fall. Also sowieso, der ganze Cast hat eine richtig tolle Spielfreude, die dafür sorgt, dass Tor 4, zumindest bei mir, auf einem anderen Level agiert als jetzt noch ein Tor 3. Ich glaube, die haben auch auf die Kritiken gehört. Also viele haben ja das ähnliche Gefühl wie wir. Ich höre das auch nicht zum ersten Mal, dass die Leute diesen Humor ein bisschen zu krass fanden und einfach, dass vieles mit dem Humor komplett überspielt wurde. Und ich glaube, das haben die sich ein bisschen zu Herzen genommen, haben das dann in Teil 4 ein bisschen besser abgestimmt. Und das merkst du auch. Die wollten den Humor beibehalten, die Art des Humors, das haben sie geschafft. Aber ohne, dass er alles ins Lächerliche zieht. Und ich glaube einfach, die haben die Kritik angenommen und haben was daraus gemacht. Und das merkst du in diesem Teil einfach. Und Russell Crowe, absolut. Ich liebe Unhinged. Er hat schon so viele Sachen gespielt. Ich glaube, jetzt hat er was Neues für sich gefunden. Wir werden jetzt öfters mal in anderen Rollen sehen, die wir noch nicht gesehen haben. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin voll auf deiner Seite, als die Szene kam mit Russell Crowe als Zeus. Ich war weg. Mega geil. Was der Film ja auch sein soll, das hat zumindest Taika Waititi mal gesagt, dass sie sich ja schon so als Vorbild genommen haben, so die Hardrock-Heavy-Metal-Alben der 70er, 80er Jahre. Das siehst du auch komplett im Film. Es gibt so viele Szenen, die kannst du eins zu eins auf einem Heavy-Metal-Album abdrucken, und du würdest es nicht merken, dass es eigentlich aus dem Film kommt. Und dazu kommt auch noch der Soundtrack. Kenny, sagen wir es frei raus. Tor 4 ist eigentlich nur in zweiter Reihe ein Marvel-Film. In erster Reihe ist es ein Best-of-Album von Guns N' Roses, oder? Absolut, ja. Es hat wirklich so ein bisschen Feeling von Iron Man und ein bisschen was von Guardians of the Galaxy. Die packen da wirklich verdammt viel Rockmusik rein. Und es ist ein geiles Gefühl. Es macht echt Spaß. Großartig. Man hätte wirklich die ganze Zeit nur, egal was für Szenen kam, man konnte echt nur die ganze Zeit mit dem Kopf nicken, am besten die Hände nach oben, ne? Und gib ihm, Alter. Bang. Also wenn ihr da draußen nur 4 Songs von Guns N' Roses kennt, keine Panik, die kommen drin vor. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich, ich sag mal, innovativ, was sie machen. Aber es funktioniert halt. Weißt du, du hast eine Schlacht und dazu ein paar hübsche Szenen in Zeitlupe. Natürlich alles ein bisschen Augenzwinkern. Und dazu halt Guns N' Roses mit Sweet Child of Mine oder Paradise City oder wie sie alle heißen. Funktioniert halt einfach. Es ist nicht innovativ, aber es funktioniert. Es passt einfach. Es ist ein Klassiker. Man könnte meinen, es ist geklaut, aber wenn du es gut klaust, dann ist es rechtens. Fertig aus. Ja, vor allem ist es dann auch die Frage, wer hat es zuerst gemacht? Ich glaube, das ist schwer festzustellen, ne? Wer hat zuerst Rockmusik unter Action-Szenen gelegt? Wir könnten ein einstündiges oder zweistündiges Special machen, in wie vielen Filmen genau dieses Element schon genutzt wurde. Wir würden nie fertig werden. Ja, das stimmt. Jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir über Thors Ex-Freundin sprechen. Dr. Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, die ja
im dritten Teil nicht dabei war. Es soll da wohl so ein paar Diskrepanzen zwischen ihr und Marvel gegeben haben und jetzt ist sie wieder mit dabei. Wie wir bereits im Vorfeld erfahren haben, sie wird zu Mighty Thor, also einer weiblichen Thor, die jetzt den Hammer schwingt. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr reingehen, weil das hat die Promotion nicht verraten, aber dass sie zu Mighty Thor wird, hat einen durchaus tragischen Hintergrund oder Kontext, auf den wollen wir jetzt nicht eingehen. Nichtsdestotrotz ist das schon manchmal etwas traurig. Und ich habe wirklich lange überlegt, warum hat es mich bei Thor 3 gestört, diese Mischung aus Komik und dann sind wir wieder ernst und traurig, aber hier bei Teil 4 nicht. Kenny, hast du darauf eine Antwort? Nein, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht war es der Soundtrack, der das Ganze gemacht hat und ein gutes Spiel. Natalie Portman ist auch eine großartige Schauspielerin, die es halt auch geschafft hat, in den Momenten, wo du merkst, dass sie halt ihr tragisches Schicksal quasi darstellt, es einfach gut darstellt, dass du sie abkaufst. Und damit halt nicht wieder in das alberne abdriftet, sondern in das, okay, ja, doch, das ist schon, da hat man ganz schön zu knobbeln damit. Ne? Ja. Es gibt da aber leider eine Sache, die ist lustig gemeint und die fand ich am Anfang auch lustig, aber ich finde, die wird in Thor 4 ein bisschen überstrapaziert und hat mich teilweise an diese legendäre schlechte Szene aus The Happening erinnert, in der Mark Wahlberg mit einer Zimmerpflanze redet. Und zwar ist es halt so, dass Mighty Thor Mjölnir, Thors alten Hammer, schwingt. Und Thor ja diese Super-Axt Stormbreaker, glaube ich, heißt sie, hat. Leider ist Stormbreaker aber eifersüchtig, weswegen Thor des Öfteren entweder mit Mjölnir oder mit Stormbreaker redet. Das fand ich beim ersten Mal noch ganz lustig. Ich finde aber, das ist so ein Gag, ach, den überstrapaziert der Film. Nee, da muss ich aber ehrlich sagen, die Gags waren noch gut. Es gibt noch einen anderen Gag. Ich versuch's mal nachzuspielen. Die guten Ziegen, ich glaube, der war irgendwann too much, aber die Szene mit den Hämmern oder mit den Waffen, es gibt diese eine Szene, wo dieser Stormbreaker quasi neidisch ins Bild reinfährt, so wie so, was machst du da gerade? Du hast das Gefühl, diese Waffe ist ein echtes Wesen, das Emotionen und Gedanken hat. Ich war weg, es war so großartig inszeniert. Ich meine, diese Waffe hat kein Gesicht oder keine Augen, nichts. Und die haben es geschafft, die so irgendwie ins Bild reinzulehnen, dass du denkst so, Alter, Leute, ihr habt doch einfach nur eine Macke. Aber ich fand, also den Gag, super abgetimt, das mit den Ziegen, ein bisschen too much. Das war mir andersrum. Also ich fand, mit den Ziegen war es okay, das hat mich nicht gestört, aber halt dieses Eifersucht-Story, die fand ich dann ein bisschen, nee. Aber ich habe nämlich meinen Werkzeugkasten zu Hause, von daher vielleicht bin ich einfach, was so Werkzeuge angeht, Hammer, Kampfaxt oder so, einfach nicht so drin. Kann sein. Vielleicht solltest du ja mal nackig Handwerkern mit deinen Werkzeugen, vielleicht schaffst du da dann eine emotionale und vielleicht auch sexuelle Bindung zu deinem Werkzeug. Wie wär's denn damit? Ja, was übrigens auch noch positiv ist bei Thor Love and Thunder, was ich definitiv noch herausstellen möchte, ist eine Sache, die mir schon bei dem letzten Doctor Strange aufgefallen ist. Und zwar, Thor Love and Thunder geht unter 2 Stunden und es ist super. Wobei, er könnte sogar noch ein bisschen kürzer sein, aber es ist okay. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich würde ihn nicht als kurzweilig beschreiben. Ja. Aber in Zeitaltern, wo selbst die x-te wiederholte Batman-Story auf 3 Stunden aufgeplustert wird, ist es eine Wohltat, wenn du sowas hast wie Thor Love and Thunder, der halt wirklich unter 2 Stunden geht. Nur eine Minute unter 2 Stunden, aber unter 2 Stunden sind unter 2 Stunden. Und ja, ich weiß, im Abspann kommt natürlich auch was, das haben wir auch gesehen. Das werden wir jetzt hier aber nicht verraten, denn ihr kennt das ja bei Marvel, es könnte sein, dass da vielleicht ein paar Schritte in Richtung Zukunft gemacht werden. Aber ganz ehrlich, Kenny, glaubst du, es gibt auch Leute, die bei Marvel-Filmen einfach aufstehen im Abspann? Ja, ein paar gibt's noch, ja, tatsächlich. Es gibt bei diversen Kinovorstellungen, es gibt ja mittlerweile immer 2 End-Credits-Szenen. Du hast immer eine nach den normalen Credits, die Mid-Credits-Szenen sende ich nicht immer, und dann hast du noch eine End-Credits-Szene und da dazwischen gehen dann schon ein paar Leute, weil die denken so, ach ja, komm, ich werde eh schon irgendwo davon hören oder sowas. Weil die sind ja nie wirklich so wichtig. Es ist eigentlich nur für richtige Fanboys und Fangirls da draußen. Wobei ich mich über diese Szene sehr gefreut habe, denn ich darf halt nichts verraten dazu. Ich habe noch was Gutes, was ich sagen möchte zu Thor Love and Thunder. Und zwar, was mich bei Doctor Strange 2 echt gestört hat, ist, dass du im Prinzip
die ganzen Folgen von WandaVision gesehen haben musst, um da zu verstehen, was da eigentlich Phase ist. Hattest du das Gefühl, dass du für Thor 4 irgendeine Marvel-Serie geguckt haben musst, außer natürlich die vorangegangenen Marvel-Filme? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich fand's auch befreiend. Ich kann wirklich sagen, ihr müsst nicht alles von Marvel gesehen haben, um diesen Film zu verstehen. Ihr müsst theoretisch nicht mal die ersten Thor-Filme gesehen haben, weil am Anfang es so eine Art Recap gibt, also wie so eine Art, was ist passiert, was kurz zusammengefasst wird, damit ihr versteht, worum es da geht. Also eigentlich könnte man behaupten, wer noch nie einen Marvel-Film gesehen hat, selbst die Person kann sich diesen angucken. Aber ihr müsst nicht irgendwelche 100 Marvel-Serien und das gesamte Marvel-Universum gesehen haben, um den Film zu verstehen. Das fand ich wirklich gut. Ja, ich auch. Wirklich. Ich fand auch, dass der Film, natürlich, er zeigt recht deutlich, wo die Zukunft des Marvel Cinematic Universe liegt. Aber trotz allem fand ich, was der Film war trotzdem sehr in der Thor-Welt, sag ich mal, verhaftet. Das war kein Film, der dir gefühlt 3000 Neonzeichen entgegenwirft, um zu sagen, das ist jetzt noch wichtig für den und den Film, das ist wichtig für den und den Charakter. Ich finde, der ist sehr in seiner eigenen Welt verhaftet, auch wenn er natürlich, wie schon gesagt, Hinweise oder sehr deutliche Hinweise gibt, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich bin weiterhin gespannt. Die Multiverse of Madness hatten wir ja gesehen und vielleicht spielt das nochmal irgendwann eine Rolle. Du hattest ja auch What If sicherlich gesehen, ne? Da gab es ja auch noch eine Folge, wo es um Thor und Loki geht. Daran musste ich ein bisschen denken, aber spielt da, hat damit halt einfach nichts zu tun, erst einmal. Aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja, also Thor gehört auch mittlerweile so zum einen meiner Favoriten innerhalb des MCUs. Halt eben, weil die Filme halt so abwechslungsreich waren, nicht alle waren gut. Und der vierte Teil hat mir halt wirklich Spaß gemacht. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist natürlich jetzt kein Film, der wird keine 11 Oscars bekommen. Dafür ist er auch nicht gemacht. Aber er sieht unglaublich gut aus. Die Schauspieler haben eine unglaubliche Spielfreude. Es gibt wirklich viele Witze und viele Gags. Nicht alle funktionieren, wie ich finde. Aber wie gesagt, jeder Gag ist anders. Ne? Siehe Kenny. Und wiederholt es nochmal, er hat wirklich manchmal ein paar richtig hübsche visuelle Einfälle, wo er dann auch so ein bisschen Richtung Horrorfilm schielt. Und zwar deutlich mehr als Doctor Strange 2. Das aber ohne Jumpscares, wichtig. Es geht mir jetzt mehr um die Ästhetik. Ja. Ich habe nichts mehr und im Prinzip habe ich gerade eben auch schon mein Fazit gefällt. Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir sind auf der gleichen Seite dieses Mal. Ich fand ihn auch sehr gut. Wie hast du es gesagt? Der beste Marvel-Film seit Doctor Strange. Doctor Strange 2, ja, ja. Nee, tatsächlich, wenn ich jetzt alle vier Thor-Filme miteinander vergleichen würde, würde ich sagen, der allererste ist Platz 1 und der kommt direkt auf Platz 2. Bei mir ist Thor Love and Thunder auf Platz 1 und Thor 1 auf Platz 2. Ja, krass, gut. Das ist ein gutes Zeichen. Also, Freunde, ihr hört's, es ist ein guter Thor. Er ist wirklich unterhaltsam. Ich glaube, ihr macht hier nichts falsch, wenn man ihn sieht. Den kann man sich im Kino geben, gerade durch die vielen Spezialeffekte, durch die geile Musik, die hämmert einen dann richtig ins Gesicht. Natürlich kann man jetzt wieder ein paar Wochen warten. Dann kommt er natürlich auch sicherlich wieder im Heimkino bei Disney Plus irgendwann rein. Aber ich finde, der ist ein guter, knackiger Marvel-Film, der das Marvel-Universum selbst definitiv bereichert. Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch zwei Sachen übrig. Das eine ist, diesen Podcast gleich zu schneiden und gegen Ende einfach deine Ziegenimitation in Dauerschleife im Hintergrund einzufügen. Und das andere ist, mich zu bedanken, einmal mit dir, lieber Kenny, dass du mit mir über Thor, Love and Thunder geredet hast. Da ist auch keine andere Wahl. Und einmal bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt, auch wenn jetzt im Hintergrund die ganze Zeit die sogenannten Kenny-Ziegen zu hören sind. Aber keine Panik, das hört gleich auf. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit im Kino, egal bei welchem Film. Und Kenny, dir gebührt das letzte Wort. Ja, liebe Freunde, viel Spaß bei Thor angucken. Er wird übrigens auch nackt sein. Und es gibt jede Menge großartiger Cameos, von denen wir gar nicht gesprochen haben. Es wird mega viel Spaß machen. Guckt euch an, ihr macht nichts falsch. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.